Programm CCB1 Test A 2021. Der erste Eindruck ist von ganz besonderer Bedeutung, deshalb sollte das Einreiten sorgfältig geplant werden. In schwungvollem Arbeitstrab mit Genügen, Stellung und Biegung abwenden auf die Mittellinie. Gute Noten gibt es, wenn das Reiten auf der Mittellinie ganz gerade ist und das Abwenden nach rechts auch wieder in guter Stellung und Biegung gelingt. Die beiden halben Volten korrekt anlegen und auf ein geschmeidiges Umstellen bei X achten. Das Angaloppieren gut durch halbe Parade vorbereiten, damit das Pferd prompt auf die Reiterhilfen reagiert, auf das gerade Richten achten. Die große Mittelvolte exakt von Punkt zu Punkt anlegen. Das beidhändige Überstreichen dient der Überprüfung der Selbsthaltung des Pferdes. Dabei sollte der Reiter gut zentriert sitzen bleiben und nur die Arme und Hände nach vorne bewegen. Beim Geradeaus entlang des Hufschlags vor allem auf konstante Anlehnung und gerade Richtung achten. Gerades Einbiegen auf die Diagonale den Übergang gut vorbereiten, damit er fließend gelingt. Das taktvolle Traben nach dem Übergang trägt ebenfalls zur Note bei. Das Angaloppieren wieder gut vorbereiten und auf gerade Stellen achten. Gewünscht wird ein Arbeitsgalopp mit fleißigem Hinterbein in Bergauftendenz. Beim Verlängern des Galoppschwungs auf der Mittelvolte möchte der Richter raumgreifende Sprünge mit entsprechender Rahmenerweiterung sehen, in einem deutlichen Bergauf. Wesentlich fließt auch das Aufnehmen, das Verkürzen mit ein in die Note. Eine gelungene Rückführung durch das Zusammenspiel von Sitz und Hand. Entlang des Hufschlags zählt vor allem die gerade Richtung. Bei C ein durchlässiger, fließender Übergang in den Arbeitstrab. Bei B ein fließender, harmonischer Übergang in den Schritt. Sofortige Verlängerung des Schrittes. Dabei möchte der Richter ein losgelassenes Pferd sehen, das sicher im Viertakt schreitet, weit mit den Hinterbeinen vorfüßt, mit den Vorderbeinen frei aus der Schulter vorgreift. Das Pferd dehnt sich über den Rücken vertrauensvoll an die Reiterhand, ohne die Zügelverbindung aufzugeben. Diese Lektion zählt doppelt. Bei der Rückführung in den Mittelschritt sollten Takt und Fleiß und Anlehnung erhalten bleiben. Das Antraben bei C wieder prompt auf die Hilfen. Beim Trabtritte verlängern möchte der Richter einen deutlichen Schub aus der Nachhand sehen bei gleichbleibendem Takt. In die Note fließt auch das Aufnehmen, ein deutlich erkennbarer Übergang mit Sitz- und Zügelhilfe. Mit einem korrekten Einbiegen auf die Mittellinie, einer geschmeidigen Parade zu einem sicheren Halt, kann der Reiter nochmals Pluspunkte setzen. Neben der generellen Bewertung von Takt, Schwung, einer sicheren Anwendung der Reiterhilfen sowie der Durchlässigkeit des Pferdes gibt es in diesem Programm insbesondere gute Noten, wenn die Verlängerungen und Rückführungen in den drei Gangarten gelingen. Sie sind ein Prüfstein für die Durchlässigkeit des Pferdes. Wie in allen Prüfungen gilt, korrektes Reiten der Hufschlagfiguren, Ausreiten der Ecken und exakte Voltenlinien tragen zu einer hohen Note bei.